Trauer und Rauchigkeit entstehen aus vielen verschiedenen Gründen. Die schlimmste Form der Trauer ist wohl das Gefühl, wenn Familienangehörige oder Freunde versterben. Mit Trauer sollte man ganz natürlich umgehen, weil das Trauer gehört zum Leben und es ist ein ganz natürlicher Prozess. Es ist keine Krankheit. In Beratungen bekommen Betroffene Hilfe und Rat, wie sie mit ihrer Trauer am besten umgehen können. Ein wichtiger Punkt dabei ist die Achtsamkeit. Die Achtsamkeit ist den Moment wahrnehmen. Im Hier und Jetzt, ohne Wertung und ohne Interpretation. Den Augenblick sehen, so wie er ist. Doch das klingt in solch einer schwierigen Situation leichter als gesagt. Achtsamkeit kann man erlernen, wie im Fitnessprogramm. Es ist, wenn man es täglich macht, sich 5 Minuten in die Stille gibt oder Meditation macht, dann ist es was ganz Wichtiges und es verändert das Leben. Wenn ich mich täglich damit auseinandersetze, zum Beispiel, wenn ich bewusst was wahrnehme, ohne irgendwas haben zu wollen. Also wenn ich mich jeden Tag zum Beispiel in die Stille begebe, das heißt meditiere. Meditation kann also ein Weg sein, die erlebte Anspannung zu verringern und andere Perspektiven eröffnen. Und so schafft man es auch leichter, mit dem Unvermeidlichen seinen Frieden zu schließen. Der Tod gehört zum Leben und je mehr ich mich gegen den Tod wehre, desto mehr Angst bekomme ich. Gefühle zu unterdrücken ist also der falsche Weg. Suchen Sie das Gespräch und suchen Sie auch Ruhe. Geben Sie sich Zeit, das Geschehene zu akzeptieren. Das gelingt auch, indem ich offen bleibe. Offen, das heißt, dass ich die Situation so annehme, wie sie ist, weil wenn ich sie nicht annehme, bin ich ständig im Widerstand und das kann mir dann richtige Probleme machen. Achtsamkeit kann somit helfen, den einzelnen Tag mehr zu genießen und Lebensqualität hinzuzugewinnen.